Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cryofall. Ich habe mir vorgenommen, das jetzt hier erstmal alles zu dezimieren. Hat den kleinen Vorteil, dass ich meinen Bergbaulevel noch ein bisschen trainiere. Und ich noch ein bisschen Ressourcen bekomme, die ich dringend brauche. Die ich dringend wirklich brauche. Weil ich genau weiß, dass es jetzt bald viel, viel Ressourcen verbraucht. Zack. Zack. So, ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr wirklich. Auf Eisen zu setzen, außer das, was ich halt musste. Guck mal, der blutet da so vor sich hin. Bin mal gespannt, ob er wieder zurückkommt. Würde ich ihm nicht empfehlen. So. Also das Erzvorkommen ist wesentlich besser als das im letzten Spiel, muss ich schon ehrlich sagen. Das ist schon ordentlich. Muss ich nicht so viel rumlatschen. Hab alles an einer Stelle, bis auf Holzkohle. Die bekommt man ja leider nur oben. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kann mich nicht beschweren. Also da sind direkt nochmal so große Vorkommen. Wenn ich die abgebaut habe, bin ich eh beladen. Bis zum. Ah, gut. Nee, vielleicht auch nicht beladen. Bis zum geht nicht mehr, aber. Ja, gut, meine Eisenspitzhacke ist dann auf jeden Fall nicht mehr nützlich. Das ist aber auch gar nicht so. Obwohl, vielleicht. Ich muss ja noch ein bisschen Sand abbauen. Junge, du regenerierst dich doch jetzt hier gerade. Wow. Regeneration ist böse. Ist das jetzt gerade erst gespawnt oder habe ich das übersehen? Egal. Das holen wir uns jetzt auch alles. Weil wir brauchen das alles. Ich überlege gerade. Also über diese blöde Brennlampe, da komme ich eh nicht hinweg. Die werde ich bauen und direkt wieder kaputt machen. Und bei dem blöden Ölofen halt leider auch nicht. Das nehmen wir nochmal mit. So, den hätten wir auch weggekloppt. So. Ist nur ein kleines Vorkommen hier. Aber das ist nicht schlimm. Das nehmen wir auch mit. Liebend gerne nehmen wir das mit. Vor allem, weil da rechts neben direkt ein großes Vorkommen ist. Mache ich mir da wenig Gedanken drum. So, und danach kann ich mich
Schön noch um den Sand kümmern, der auch noch da ist. Ich habe irgendwie so die Ahnung gehabt, dass das passiert. Jeder Schuss muss sitzen. Und noch ein Schuss. So. Das hat weh. Tut immer noch weh. Ich habe leider auch nichts dabei, um das zu behandeln. Aber ist auch nicht so wichtig. Weil jetzt haben wir wieder die Ressourcenvielfalt und können hier schön alles abbauen. Und wir haben keine Munition mehr, das heißt, wir müssen uns jetzt bald damit auseinandersetzen, die besseren Waffen zu bauen, was ich eh befürworte. Ach, da kommt noch ein Gegner. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ist auch nicht so schlimm, weil den bekomme ich hin mit dem Messer. Komm her. So. Mein Leben ist natürlich jetzt wieder im unteren Rahmen, würde ich mal sagen. Aber meine Ressourcen sind auf jeden Fall im positiven. Okay, kann ich? Ne, kann ich nicht. Inventar offen und gleichzeitig abpacken geht nicht. Jetzt müssen wir hier unten noch ein bisschen den Bogen schwingen. Und dann sind wir auch gleich durch mit dem Farming. Das erste, also, das ist Quatsch. Wir sind nicht durch, also mit dem Grinding meine ich, sind wir nicht durch. Die Waffe können wir mal wegwerfen. Sondern, wir müssen nämlich noch Sand kommen. Das könnte ich mir eigentlich direkt oben holen, aber... Macht jetzt nicht so viel Sinn, ich gehe jetzt gleich zurück, tu alles abgeben und tu dann also alles in die Schmelze. Und dann haben wir wieder ein bisschen Inventarplatz und können uns auf das Wichtige, nämlich den Sand, konzentrieren. Vor allem haben wir noch genug Materialien dann für... Dings. Für Munition. Dann können wir da oben den Bären killen. Den habe ich auch noch im Visier. Die Schlange in der Wüste können wir töten. Machen wir ein bisschen Erfahrung. Okay, die vier sind durch. Das muss ich eher erforschen. Kochen leider auch. Sowas halt. Verteidigung ist eigentlich ganz sinnvoll mal zu erforschen. Und muss ich auch erforschen. Die Lederrüstung könnten wir uns auch gönnen. Auf Dauer würde ich das erste Mal in einem Spiel eine Lederrüstung tragen, weil die habe ich bisher immer geskippt, / nicht genutzt. So, und ab geht's nach Haus. Ins friedfertige
Den nehmen wir noch mit. So, dann bauen wir diese Öllampenscheiße da, die auch keiner will, aber die wir machen müssen. Ach, hau ab. Oh, weißt du was? Ich kann noch ein bisschen Sand sammeln. Sneaken wir uns hier schön durch. So, noch ein bisschen Eisen. So. Wir brauchen viel Sand. Das könnten wir eigentlich auch direkt mitnehmen. Okay. Den Sand skippen wir mal vorsichtig. Zum Thema skippen. So. Ich finde tatsächlich gar nicht so viel Sand, wie ich dachte, erstens. Und diese Pilze sind auch nicht so häufig, wie ich es mir dachte. Okay, hier ist tatsächlich noch davon eins und hier von eins. Nehme ich schon gerne mal mit. Kaffeebohnen nehme ich auch mal mit. Ich genau weiß, dass ich die später machen muss. So, ich glaube, das lassen wir jetzt. Ach komm, wenn wir jetzt schon dabei sind. Schön einmal rund um den Kack. So, das nehmen wir auch noch mit. Ah, die Spitzhacke hält eh nicht mehr lang durch. Dann habe ich doch schon längst, aber die. Richtige Stahlspitzhacke, die wesentlich länger aushält. Das war ehrlich gesagt bisher ziemlich harmlos, was hier drumherum spukt. Also hatte ich schon schlimmere. Autsch, ja. Schön. Und da ist auch der. Da
Da ist der blöde Wolf, den muss ich mir noch immer merken. Gut, ich glaube, das war's. Ist noch ein bisschen Kupfer. Das nehmen wir noch schnell mal geschwind mal mit. Gut, 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 gut. Um Wasser müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen erstmal. Sondern jetzt bauen wir erstmal. Ah, das ist ein bisschen viel. Wir machen mal 150. Ja, sowas machen wir jetzt erstmal. Sand hier rein. Das hier rein, das hier rein. Das brauche ich tatsächlich noch. Gummi. Fett. Gold kommt oben rein. Da müssen wir auch jetzt mal. Oder bei die Fische. Das kommt jetzt hier rein. Das kommt hier rein. Stück, 40 davon Holz und jetzt ganz viel Kohle. Kohle brauche ich richtig viel von. So, das sieht doch alles ganz okay so aus. So, dann Next Step ist Holz ist erstmal okay, das Stein, der Stein. Der Stein kommt hier rein. Das Gold kommt hier rein. Wasser. Das wird alles zu Glas gemacht. Das kann nicht so viel tatsächlich. So, soweit, so gut. Ich könnte doch theoretisch schon Konstruktion 2 machen. Hab ich auch schon. 25 Leute, ich habe aber noch keine 10 Eisen und die brauche ich gerade auch nicht. So, dann Zubereitungstisch. Gucken wir mal, wie viele. Ah, falsch. Der hier, wie viele wir davon machen können. Keinen. Zwei. Ich glaube, hier oben sind auch noch welche drin. Drei. Vielleicht drei. Zwei können wir machen. Dann kommt das da rein und das da rein. Das kommt hier auch rein, weil das brauchen wir später. So. Leder, noch ein das, schönen Schleim, das brauchen wir erstmal nicht, das kommt hier nicht rein, dich, so, dann... Was brauche ich denn hierfür? Witzig. Ich habe vergessen, wie viel es sind. Jo.
Was brauche ich als erstes? Das da. Macht jetzt aber auch nicht so den gigantischen Unterschied, würde ich sagen. Jo, habe ich vermutet. Axt haben wir. Jetzt kommt noch die Spitzhacke. Zack. Zack. Und die Axt. Zacke gleich auch. So, wie sieht's denn jetzt mit dem guten alten Obst, da habe ich festgehangen. Wie sieht's denn mit dem guten alten Schießprofi aus? Da brauche ich auch was Dringendes. So, wie wäre es denn, wenn wir jetzt mal das machen? Weil das ist, glaube ich, gerade ganz wichtig. Du solltest auf jeden Fall gar nicht ausgehen. Okay, Waffenbank. Ja, klar, Holzkohle. Die sollte ich auch noch da drin haben, ein bisschen. Ein bisschen sollte ich noch haben. Jo, das war richtig. Dich und dich. Irgendwie hatte ich mehr in Erinnerung. Und irgendwie sollte ich diese Truhe mal nach hier verschieben. Ich glaube, das ist sinnvoll. So, das war nicht das Kochen, was ich wollte, sondern hier war Kochen, oder? Kochherd. Stein. 50 Stück sollte auch kein Problem sein. Jo, ist es auch nicht. Achso, die Machete sollte ich vielleicht mir auch noch gönnen. Das Tipp, wäre das eine gute Investition? Die sollte ich mir aber nur hier machen können. Brauche ich aber 10 Stück von. Gut, dann. Auf. Noch ein Kochherd. Ist eigentlich der Verfall hier an? Das ist die Frage. Der ist tatsächlich hier an. Dieses Land beginnt um 11 Tagen. Was auch immer FT ist, wird Tage sein. Ja, macht Sinn. Okay, ich verstehe. Komm, jetzt müssen wir den Scheiß mal bauen. Warte mal, Elektrizität, nein. Sonstiges? 25 Glas. Das wird abartig. So, dich. Das sollten wir jetzt mal aufsparen. Das sparen wir uns wirklich mal auf. So, Glas. Wir brauchen ein bisschen Glas.
Gut. Soweit, so gut. Und noch einen Bahn kommen. Einer wäre cool. So, dann zack, aufwerten. Wie lange hältst du jetzt? 16 Tage. Ist okay. 25, da haben wir es doch schon. So, dann brauchen wir noch die Öllampe. Scheiß hier. Und einmal ohne Chemie ist noch drin. Ich. Die Nahrungssachen sollte ich. Eier, hatte ich nicht einmal Eier gesammelt? Ich meine, das hätte ich doch mal gesammelt. Ah, und die habe ich direkt gegessen und habe davon gekotzt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, da war was. Rüstungsbank. Da bist du doch. Lederrüstung, 15 Leder, 5 und Kleber. Die sollten wir vielleicht machen. Zum Auffüllen verschiedene. So ein Schrott. Ja, mit dem Stab. Ungerade Zahlen, weil den Scheiß kann ich nicht gebrauchen. Und eine neue Nahkampfwaffe haben wir jetzt auch. Jetzt ist die Frage. Komm, egal. Was ist hiermit? Eine kleine Laser, die das Ziel ausgesetzt vereinfacht, muss in dem Gerät das Slot veröffentlicht sein. Okay, 10 Glas, 5 Kabel und eine Batterie. Batterie sollten wir vielleicht. Ups, kann ich die Batterie überhaupt schon herstellen? Sollte ich aber schon. Die hatte ich nämlich irgendwo hier. Batterie. 40 Papier, 25 Salz, 25 Asche, 5 Kohle und 10. Die Kohle ist ein bisschen anstrengend. Was auch gerade anstrengend ist, sehe ich gerade mal. Ist mein Wasserhaushalt, der mal wieder absolut am Boden ist. Gut, dass wir das geregelt haben. Und ganz viel Zucker fressen. Und mal kurz nochmal im Skilltree Level 3 kochen gucken. Wo bist du denn?
kochen. Da war das nicht. Okay, dann, sollte ich das ja theoretisch können. Ups, das war nicht das, was ich wollte, sondern das und das. Salz brauche ich mehr. Das kann ich in der Salzwüste finden. Und das kann ich, warte, das kann ich durch am Meer finden. Was hier unten noch ist direkt. Das ist gar nicht so schlecht. Ich. So, bevor wir aber irgendwas machen. Und ich sollte kurz mal weiter Holz schlagen gehen. Weil mir ist eingefallen, dass wenn ich viel Asche haben möchte, also wenn ich viel Holzkohle haben möchte, brauche ich auch viel Holz. Mist, das war unnötig verschwendet, egal. Also wir sammeln jetzt nochmal ordentlich Holz. Weil Erze brauchen wir eigentlich so jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Schön schnell das Holz hacken geht, das ist echt cool. Es wird immer schneller. Ups, da muss noch ein Schlag hin. Und ich habe gar nicht die. Wir haben noch gar nicht die Waffe gebaut. Fällt mir auch mal so gerade ein. Dafür brauchte ich 15 Holz. Holz sage ich schon. 15. Stahl, ich glaube 3 Gummi und ein bisschen Leder, bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Ja, das lässt sich schon wieder sehen. So, dass ich das jetzt wieder bekomme, ist ja ganz cool, aber wirklich brauchen tue ich es nicht.
Mir fällt gerade ein. Ich bin immer noch ein bisschen gespannt, ob der Grubenhelm mit dem Dings funktioniert. Mit einem Akku funktioniert. Ah, und ich hatte gerade in einem anderen, aber ich denke wieder an die andere Folge zurück, wo ich gerade den Benzingenerator hatte und erst mal mit Benzin hergestellt habe und dieser Stress da schon wieder losging. Aber es war eigentlich cool. Ja, so weit bin ich jetzt hiervon auch noch nicht entfernt, muss ich sagen. Ups, noch einmal bitte. So. Wie wäre es, ups, wie wäre es, wenn ich euch mal abernte? Zwei Stück sind okay. Und die da rein tue. Und ich brauche fünf. Oh, dann haben wir da noch ein bisschen Holz, bis wir fünf gefunden haben. Es geht auf jeden Fall schneller als in der Online-Welt, aber ich finde es wirklich angenehm. Das vereinfacht so vieles. Guck mal an, da ist noch so ein Pilz hier. Nehme ich gerne mit. Aber wir haben keinen Kaffeebusch mehr. Oben ist einer, oder? Nee, ist auch keiner, oder? Boah, ich sehe es schon nicht mehr. Nee, ist keiner. So, langsam kloppen wir uns da so durch. Ist schon ganz cool. Ich glaube, Holzprobleme werden wir erstmal nicht haben. So, da oben ist noch ein Pilz. Den nehme ich mit. Das nehme ich auch noch geschwind mit. Und da ist nochmal Kaffee. So. Okay. Also wie folgt. Das kommt raus. Das kommt raus. Muss ja raus. 100 da rein, 50 da rein, das sollte reichen. So, wie sieht's hier aus? Ach, weißt du, was können die da rein tun? Das tun wir hier rein. Und den Rest tun wir hier rein. Und da brauche ich dann aber hier alles, um es hier rein zu stopfen. Und hier tue ich das rein. Die Holzkohle nehme ich auch mal mit. Okay. Vier Holzkohle pro Stämmchen. Das ist schon nicht wenig. Ah, ich Idiot, hab's gegessen, oder? Oh, ich hab's gegessen. Warum mache ich denn sowas? Sehe ich doch nichts. Dann müssen wir nochmal suchen gehen. Hier noch einen. Nein, das ist der falsche Busch. Den nehme ich trotzdem mal mit. Hier ist noch einer.
Aber hat keine Beeren. Wie wunderbar. So, der hier aber. So, dann hacken wir uns nochmal zurück. Ja, ich muss jeden Weg mit einer praktischen Tätigkeit verbinden, sonst wird das Grinding kacke. Grinding ist echt schon blöd, aber es muss halt gemacht werden. Ist eh nicht mehr so viel, weil wir eh alles um unserem Lager weggekloppt haben. Ist das schon noch zu wenig? Ne, haben wir bekommen. Ups, das sollte ich nicht machen. So. Entschuldigung. So, jetzt aber. Ah, ich hatte sie da noch drin, ey. Ach, komm. Ach, ich kann ja direkt. So, Munitionsherstellung. Da waren wir gerade. Da wollten wir hin. Das Zeug habe ich tatsächlich auch noch alles im Inventar. 150 Gummi, bitte auch noch mal ein bisschen. So, habe ich jetzt irgendwas, was noch nicht in mein Inventar gehört. Ja, das. So, genau diese 5 habe ich doch. Was wollte ich mit den 5 machen? Da war doch irgendwas. Also bis auf das da. Oh, das kostet 5 Leder. Oh, das ist nicht so cool. Okay, wir tun die jetzt erstmal weg wieder. Ne, das tun wir nicht weg. Das aber. Obwohl. Okay, dann stellen wir die Waffe doch erstmal, wenn wir jetzt noch 5 Leder. Ich hoffe, die sind in dieser Kaktruhe hier unten. Es sind 5 Leder da. Perfekt. Ich würde auch sagen, wir tun die Truhe mal hier weg. Und mehr zu unseren Gefilden hier. So, 5 Leder wollte ich haben. Waffen herstellen, das da. So, dann hier Maximum 280 Patronen. Bin immer noch übrig. Kommt immer noch was übrig. Ich tue die Bäume jetzt hier rein. Die gehen mir nämlich auf den Piss. Das ist kein Baum. Was aber. So, Zubereitungstisch bitte einmal 3 Stück davon. Genau, ein Salz. Eins Salz. Ein Salz wollte ich noch haben. Salz sollte auch kein Problem sein. So. Gut, gut, gut.
Genau das wollte ich nämlich machen. So, und ein Salz. Und ich wollte noch einen Kaffee brauen. Habe ich dazu alles? Fehlt ein Stück gleich, aber es ist auch erstmal egal. Mir ist noch ein bisschen übel geworden. So, kann ich den jetzt schon machen? Die Marmeladen könnte ich machen. Das ist doch kein Problem. Welche sind es denn? Warte mal, erstmal gucken. Drei davon, drei davon, da drei davon. Also da, das und das und das. Okay. Drei. Wir gehen jetzt mal runter und holen Salzwasser. Das ist eine gute Quest. Aber ich habe vergessen, die Folge zu beenden. Und das zweimal. Jetzt beenden wir sie. Tut mir leid, dass die nächste Folge, die oder diese Folge in zwei geteilt worden ist. Ich habe es ein bisschen verkackt. Jo, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.